Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben heute den Auftrag bekommen, den Vault 88 zu erkunden. Ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich würde sagen, mal nehmen wir diesen Gang da hinten uns vor. Wir sollen nach Gerät. Das ist super. Wir sollen nämlich nach allerhands Zeugs Ausschau halten, was uns technologisch dorthin bringt, wo wir hinwollen. Denn, ja, wir spielen Frankenstein. Mehr oder weniger. Oh, eine Maulwurfsratte. Boah, die hält sogar was aus. Das ist auch mal nicht schlecht. Was? Servus. Du dreckige Ranz. Da. Eine Brut. Oder au. Sag mal, was ist mit dir? Sora. Muss das ausschauen. Na, du Ranz? Super. Bravo, Edda. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Ja, freilich. Jo, da hast du vollkommen recht. Servus. Also, wir sollen alles mitnehmen. Was nicht nied- und nagelfest ist, sozusagen. Also, alles, was wir technologisch brauchen könnten. Nicht nur theoretisch, sondern auch theologisch, genau. Da fällt mir gerade ein, wir dürften schon ziemlich voll sein. Ja. Ich muss das Zeug abladen. Ich habe das komplett vergessen. Entschuldigung. Wo klatscht man das denn bitte hin? Es wäre halt schön, die Werkbank irgendwie hier zu haben. Auf jeden Fall müssen wir es in die Werkbank schmeißen. Entschuldigung, das habe ich nämlich komplett vergessen. Ja, warte, hier können wir es reinhauen. Das ist nämlich eh wurscht. Das ist dann quasi immer miteinander verbunden. Was haben wir denn da? Waffenmäßig? Tatsächlich, wir haben echt was. So, das kommt weg. Das möchte ich gerne behalten. Der kommt weg. Ja. Ganz ehrlich, das Sturmgewehr werde ich vielleicht momentan ein bisschen behalten, weil wir so viel Munition haben. Nur aus Sicherheitsgründen. Ja. Den gesamten Schrott selbstverständlich lagern, keine Frage. Von den Hilfsmittelchen möchte ich mich auch von ein paar Sachen trennen, wo ich der Meinung bin, dass uns das momentan nicht sonderlich dienlich sein wird. So wie zum Beispiel diese Sachen. Wie Fleisch und so weiter. Genau. Whisky können wir dabei auch wegtun, finde ich. Ja. Irgendwie wäre man jetzt sonderlich leichter, ich weiß. Ah, schön. Da. Das war fast zu viel weggehauen. Natürlich habe ich zu viel weggehauen. Da. So, ich glaube, fürs Erste passt das so. Passt. Edda, komm du mal her, Schnucki. Hey, hast du irgendwas? Na, sie ist leer, sie ist total leer. Passt. Das ist schön. Dann sprinten wir mal los. Sprint, 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 die sprint, sprint, die sprint, die sprint. La, 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 la. Sauber. Aber ich, ja. Hier ist übrigens das Bau, also die, wie soll man sagen, das Baumenü kann man hier nicht mehr nutzen. So. Hier ist wirklich Dungeon, wenn man so möchte, Vault. Zum Erkunden habe ich irgendwas vergessen. Bei meiner Schusseligkeit ist das ja nichts Neues. Na, schaut gut aus. Und deshalb schaut es hier aus wie, ja, auf dem Dachboden. Soll uns aber nicht weiter stören. Wir werden schon unsere Sachen finden, hoffentlich. Die wir zum Bauen brauchen. Da ist, glaube ich, ein Zementsackerl. Jawohl. Noch eins und noch eins und noch 12. Ach nein, doch keine 12. Nee, auf jeden Fall werden wir hier sehr viel bauen können. Denn wenn es uns wirklich gelingen sollte, unsere eigene Bevölkerung hier zusammenzuzimmern, werden wir Häuser brauchen. Ihr habt ja schon, wir haben schon ein bisschen gesehen, wir können Stockwerke bauen, das finde ich supi. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich supi.
Was? Zurück? Warum das denn jetzt auf einmal? Auf ich? Ist ja ekelhaft. Entschuldigung. Ich glaube, die hat ihr. Entweder hat sie gerade das Hirn rausgeschossen oder das Herz. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was, sie müssen echt zurück? Na gut, dann müssen wir halt zurück. Ne? Ich wollte nur. Dann geh mal zurück. Ist der Traunschkerz etwa in Gefahr oder was? Ich wollte ja noch das zu dem Loch darunter. Komm, Ausdauer, mach hinne. Ja, ich wollte doch ins Loch schauen. Ja, das macht man so. Ist etwa in Gefahr jetzt? Nur weil wir da ein paar Schritte weggehen? Kann sie nicht in Gefahr sein? Wo ist sie eigentlich hin? Ich glaube hier rein, ne? Ich bin gleich da. Wartet doch bitte einfach dort drüben. Ein Ghoul? Ich weiß nicht so recht. Siedler. Drei Stück? Aha. Hallo? Warte einen Augenblick. Dann ja? Können wir anfangen. Bitte, tritt vor. Servus. Ah, ja. Willkommen. Willkommen. Das hier ist also ein Vault, ja? Ganz richtig. Und du könntest einer unserer glücklichen neuen Bewohner sein. Ihr habt hier in dem Vault was zu essen, oder? Natürlich. Und die Chance auf ein neues Leben. Aber erst ein paar Fragen. Was ist deiner Meinung nach die Aufgabe einer guten Regierung? Regierung? Wovon zum Teufel redest du? Wir gehören zu den Guten. Weißt, was eine Regierung ist? Sarkastisch, Zeitverschwendung. Wir gehören zu den Guten. Ist okay. Wir gehören zu den Guten. Beantworte einfach die Fragen. Yeah. Du scheinst in Ordnung zu sein. Freilich. Okay. Wie ich gehört habe, ist die Regierung schuld daran, dass alles radioaktiv ist. Für unseren Spezialauftrag kommst du nicht in Frage. Aber willkommen im Vault, deinem neuen Zuhause. Wenn sie repräsentativ für die Leute an der Oberfläche ist, muss es draußen rauer zugehen als gedacht. Bist du bereit für das nächste Gespräch? Na, warum nicht? Wieso ungeeignet, sarkastisch, machen wir weiter. Erstmal Schluss, na, ungeeignet? Wieso war sie als Testsubjekt ungeeignet? Zweifler und Zyniker liefern nur selten gute Daten. Aha. Nein, wir brauchen jemanden, der bereit ist zu kooperieren. Aha. Sarkastisch, na dann machen wir mal weiter, ne? Machen wir weiter. Okay, hallo. Willkommen in Vault 88. Das hier ist ein echt nettes Plätzchen. Sehr nett. Und ich kann gehen, wo immer ich hin will, ja? Soweit angemessen, ja. Aber ich habe eine Frage an dich. Klar, sicher. Was willst du wissen? Eine hypothetische Situation. Sagen wir, der Reaktorkern schmilzt und du bist der Einzige, der das verhindern kann. Stimmt irgendwas mit eurem Reaktor nicht? Nein, nein, alles in Ordnung. Wir tun nur so, als ob. Also, du kannst die Kernschmelze verhindern. Aber du wärst extrem starker Strahlung ausgesetzt. Was tust du? Na ja, was immer du willst. Wenn es okay ist, würde ich mich jetzt gerne mal umsehen. Versuch nicht, uns abzuziehen. Wieso bist du hier? Frage wirklich beantworten. Raus aus unserem Vault. Na, das mal. Wenn du daran denkst, uns abzuziehen, lass es. Hör zu, da oben ist die Hölle. Wenn ihr mir was zu essen und einen Platz zum Schlafen gebt, benehme ich mich auch. Erwarte aber nicht, dass ich für euch in einen Reaktor springe. Wieso bist du hier? Wieso bist du hier? Bin nur hier unten, um etwas zu helfen, ja? Ich will tun, was nötig ist, um zu helfen. Lass ihn hier bleiben, raus aus unserem Vault. Keine Ahnung, ob der. Ich meine, wir können ihn eh noch erschießen, wenn er schlimm ist, oder? Ich meine, ne, können wir doch machen.
Lass ihn hierbleiben. Ich glaube, wir könnten ihn in unserem Vault gebrauchen. Solange ihr aufrichtig seid, werde ich es versuchen. Ehrlich. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Du kannst bleiben. Aber du bist nicht das, wonach wir suchen. Nur zu. Mach dich mit deinem neuen Zuhause vertraut. Was für eine eigenartige Person. Mhm. Für unsere Experimente ist er ganz klar nicht geeignet. Jupp, hoffentlich sind aller guten Dinge drei. Schauen wir mal. Na komm. Oder du zuerst. Wieso nicht er? Na, das passt schon. Gib ihm nicht die Schuld. Nächstes Gespräch, Pause machen. Na, nächstes Lass uns Gespräch. Das nächste Gespräch führen. Wie du meinst. Hallo. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Wow, eine echte Aufseherin. Oh, ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Mhm. Hallo, mein Name ist Clem. Ah, ja, Clem also, ja? Bevor du es dir hier bequem machst, habe ich ein paar Fragen an dich. Oh, klar, sicher. Ich beantworte gerne deine Fragen. Nun, sehr schön. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wurdest zum Wachdienst eingeteilt. Du weißt schon, aufpassen, dass niemand hier eindringt. Plötzlich hörst du eine Frau im Vault schreien. Was machst du? Ich soll was bewachen? Klar, das kann ich. Ich kann direkt damit anfangen, wenn du willst. Aber ich kann keine Schreie hören, Frau Aufseherin. Der Frau helfen? Sarkastisch, sei nicht nervös. Du bist ein Idiot, sei nicht nervös. Du musst nicht nervös sein. Denk nach und antworte dann. Ja, tut mir leid. Naja, wenn du sagst, ich soll Wache halten, dann halte ich Wache. Und ich verlasse meinen Posten nicht, solange du mir das nicht sagst. Ist das okay? Und noch eine Frage. Was kannst du mir über deine Mutter sagen? Oh, sie ist gestorben. Aber sie war nett. Du hättest sie gemacht. Sie hat mal eine Maulwurfsratte getötet. Wirklich? Das ist erstaunlich. Beschreibe die Eigenschaften, die du am meisten an ihr bewundert hast. Naja, sie war stark. Wegen der Maulwurfsratte. Und sie, hat mir zu essen gegeben. Oh Gott, tut mir leid. Der Ort hier ist so viel besser als die Absteige, in der ich gelebt habe. Mein Gott, na. Andere Eigenschaften, sarkastisch. Ich mag ihn. Spiel mir nichts vor. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Ich glaube, wir haben unseren Mann gefunden. Puh, danke. Was habt ihr gefunden? Wir suchen einen Freiwilligen, Clem. Jemand, der ein paar neue Geräte ausprobiert, die allen helfen werden. Hast du Interesse? Du meinst, ich darf bleiben? Ich meine, natürlich. Ich helfe euch. Ich helfe gerne. So bin ich, der alte Clem. Immer bereit zu helfen. Ja. Ich fühle mich gerade schlecht. Ich glaube, du passt perfekt. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Jetzt, wo wir Clem haben, können wir anfangen. Als erstes muss er anständig angezogen und ausgerüstet werden. Es sollten Vorräte im Empfangsbereich beim Eingang sein. Starte Clem mit einem Vault-Anzug aus. Ja, toll, wo soll ich den jetzt herkriegen? Jo. Der perfekte Bürger. Na, supi. Die anderen beiden hätte ich vielleicht wegschicken sollen. Vor allem der eine Kerl da, der könnte eventuell ein Problemchen darstellen. Dann soll ich jetzt einen Vault-Anzug herkriegen. Da hinten liegt immer noch ein Ghoul rum. Ach hier? Ach da? Ach hier! Bip-Boy und noch mehr Vault-Anzüge. Ah, das ist ja nicht schlecht. Da unten war ich auch noch nicht. Hallo! Was gibt es hier Schönes? Nix. Hier ist nichts schön, hier gibt's nichts. Fein. Super. Ach, da ist wirklich nichts. Clem. Clemboy, wo bist du? Clembrett. Hallo, Clembrett. Clembrett. Wo ist denn Clembrett hin? Clembrett. Was?
Wie? Da unten wahrscheinlich. Glembret, bist du da? Ja, da ist Glembret. Servus, Glembret. Clem, wir machen jetzt aus dir einen echten Waldbewohner. Hey, der hat eine Karotte mit. Die nehme ich dir mal ab. Das auch. Das ist die Bezahlung dafür, weißt du? Die paar Kronkorken. Ja. Ja, wirklich. Ich schwöre. Na, nichts Diverses. Ich will ihm da was zum Anziehen geben. So, und zwar diesen Volt-Anzug. Nicht alle 11, sondern nur ein Stück, bitte. So, genau. Und den muss er tragen mit Tee. Ja, das können wir ihm eigentlich auch wegnehmen. Der Beep-Boy. Ist der hier eigentlich auch dabei oder ist er bei den Waffen? Na, ist eigentlich keine Waffe, ne? Hilfsmittelchen, vielleicht ist er da dabei. Nein? Ich mach das schon. Versprochen. Ja, sehr schön. Ich hab immer so einen Hunger. Ja. Und jetzt? Hey. Unsere ersten Vault-Bewohner. Mhm. Was für ein Moment. Aber gut, zurück an die Arbeit. Training ist von Natur aus eine egoistische Aktivität. Anstatt seine Zeit zu nutzen, um die Ziele der Gemeinschaft zu fördern, verbessert der Bewohner seine Physis über die Minimalanforderungen hinaus. Voltec hat dafür eine Lösung gefunden, das Powerrad 1000. Während du strampelst, versorgst du zugleich den Vault mit Strom. Alter. Eine perfekte Lösung für ein an sich schädliches Verhalten. Training ist egoistisch. Theoretisch richtig. Strom ist wichtig. Deine Begründung ist absurd. Training ist egoistisch. Aber ist ein gesunder Bürger nicht gut für die Gesellschaft? Insgesamt zeigt unsere Forschung etwas anderes. Auch wenn kurzfristig einige medizinische Kosten abgemildert werden. Aber Training erhöht die Lebenserwartung. Und das bedeutet, dass die Alten länger die Ressourcen des Walls in Anspruch nehmen. Alter! Nein. Training ist letztlich eine Fehlentwicklung, die wir beenden sollten und können. Aha. Na dann, Strom ist wichtig. Siedlungen können immer Strom gebrauchen. Exakt. Der Prototyp ist nicht perfekt. Es gab Probleme bei der Entwicklung. Vielleicht auch ab und zu Hirnblutungen. Ja, Alter. Auch sehr? Ach, Clem. Mach dir keine Sorgen. Dieses Modell wird nicht dieselben Fehler haben. Oh, gut. Naja, vermutlich zumindest. Ich Alter. Lade dir die Pläne auf deinen Pip-Boy. Bau das Ding und schließ es an ein Terminal an, um die Parameter für das Experiment festzulegen. Lass Clem schuften. Ich brauche Energie. Oh mein Gott. Ist ja nicht zu fassen, oder? Warte, warte kurz. Ich möchte gerne die Karotte einpflanzen. Ich möchte gerne die Karotte einpflanzen und dann gleich mal einen der beiden, ich werde wahrscheinlich die Dame wählen. Die haben so ein feines Händchen für Gemüse und so. So. Die gute soll, wo ist sie jetzt hin? Gnädigste. Ja. Du machst hier bitte Essen. So ist gut. Okay. Yeah. Wir brauchen neue Betten. Wir brauchen überhaupt Sachen. Viele Sachen. Unter anderem auch einen Schlafbereich. Hier wäre schön. Was auch nicht schlecht wäre, warte, die Kisten mal nach oben pflanzen, so, dahin. So. Wo wir brauchen, ja, wo es eben sein muss, werden wir, so, das können wir auch, können wir das hier ran machen, tatsächlich. Hi. Was wollte ich sagen? Ist das ein Fisch? Na, ist eine Hand. Ich wollte nur sagen, ich möchte gerne diese Platten hier so weiter verlegen, nur als
Maßstab, dass man vielleicht eventuell hier schon anfangen könnte, ein kleines Häuschen zu bauen für die zwei Bewohner, die jetzt dazugekommen sind. Gut. Dazu brauchen wir, glaube ich, die Vault-Geschichtel. Wo ist denn? Warte, hier irgendwo, ne? Warte, nicht da dabei. Struktur Vault. Gibt es hier diese Bodenplatten? Versorgung, Innenbereich. Aha. Aha, okay, verstehe schon. Das sind einfach Gänge. So ein loser Boden ist scheinbar nicht unbedingt... Aha. Aha, okay. Was haben wir da? Dasselbe, nur in Blau. Mhm. Boah, und hier? Ein Korridor. Naja, muss das hier wirklich? Will man das? Können wir das? Boah, ich glaube, ich bin schlecht in sowas. Stützen. Aha. Aha. Naja, das wäre halt auch nicht so schlecht, ne? Irgendwie das so mit Anhöhe wäre sicher auch recht hübsch, würde ich meinen. So angemessen die Höhe? So ist die Höhe angemessen. Oder ist das etwa eh das hier zum Anklipseln? Na, ne? Na, da kommt nur die ganze Höhe. Das wäre echt interessant, wo man sowas herkriegt. Das da, den Boden. Atriumboden. Aha, Atrium. Das vielleicht? Da ist er! Ein Atriumboden. Genau den habe ich gemeint. So, ich nehme jetzt einfach mal zwei. Und werde die einfach so lang versetzen, bis sie ungefähr die Höhe erreicht haben, die mir gefällt. Das gehört noch einmal. Also, ne, so. So. Ihr Kisten müsst weg. Ja, das wird jetzt eine... Das werden jetzt mehrere Baufolgen werden, nebenbei auch. Da wir ja für unsere Bewohner hier ein schönes Plätzchen bauen möchten, also ich halt zumindest, möchte denen gern was bieten, bis sie sich irgendwie verändern werden. Zumindest einer mal davon. Die anderen laufen sicher davon. Tja, flotter Panik. So. Oder soll man da oben da was anfangen zu bauen? Na, oder? Ich hätte schon gesagt, da so im Eck. Wenn wir da so anfangen, müsste passen. Was stelle ich eigentlich mit dir an, Freund? Da war ja mal so. Das müsste eigentlich hier passen, so, ne? Was wir da gebaut und gemacht haben. Ja. Alles gut, fein. Dann muss ich hier runter. So. So, und dann dort unten wäre eine Wand nicht schlecht, ne? Würdest du klipseln? So. Mit dem Garten, da habe ich auch schon was Bestimmtes vor. Den möchte ich gern zentral machen, so wie hier ungefähr. Oder da drüben irgendwo mal. Der ist jetzt nur mal provisorisch. Provisorisch, ja. So, da. Und hier möchte ich gerne eine Wand wieder machen. So wie die das hier schon hatten. Sowas eben irgendwie. So. Eine Wand. Dass man das hier abdecken kann, dass man das nicht so hässlich sieht. Oh, das könnte eventuell was werden. Was hätten wir hier noch? Ah, ein Fenster. Mhm. Okay. Und hier? Ach, nur so zum Durchgehen eine Tür, ne? Und das da? Was ist das? Säule unten. Aha, für den nächsten Stockwerk oder so. Um die Ecke. Aha. Was ist das hier noch?
Ecke unten. Aha. Das Aufseherfenster. Mhm. Aha, ja, boah, da können wir aber echt bauen. Puh. Also da geht echt viel, muss man schon sagen. Und das soll wie gehören? Ich wollte nochmal testen. Aha, so. Irgendwie. Mhm. Ja, ich wäre mal dafür, dass wir bauen. einfach mal so weiter. So ein zweites nebenan, das wäre ganz fesch. Jawohl. Und hier. Hier wäre schon gewesen um die Ecke, ne? Hm. Wie? Was ist eigentlich das? Eingang Mitte. Hm. Hm. Fenster unten. So vielleicht zuerst. Und jetzt eine Tür. So wäre schon nicht schlecht, oder? Dann hier nochmal, wenn es noch geht. Geht sich das noch aus? Geht sich nicht mehr aus. Echt wahr? Oh oh. Wegen dem Schutt hier, ne? Oh je. Das heißt, mit dem Ganzen. Eins weiter hier rüber. So. Ist nicht weiter schlimm. Das dauert hier halt jetzt, ne? Das dauert, das wird hier echt lange dauern. Da werden wir einige Parts hier verbringen, fürchte ich. Stellt euch vielleicht schon mal vorsichtshalber darauf ein, dass das durchaus eine längere Geschichte wird. Wahrscheinlich keine unendliche, aber eine längere. So. Und zack, weil hier geht es ja nichts mehr aus, ne? Nein. Das müsste theoretisch so passen. Dann können wir hier raus. Oh, das Fenster ist kacke. Hier ein Fenster herzubauen ist nicht besonders klasse. Das würde eher hier passen. So. Und da dafür eine stinknormale Wand. Die hier. So, Klipsel, Klipsel, Klipsel. Super. Sehr gut. Und hier kann man da noch was machen. Theoretisch könnte man echt noch was bauen. Was zum Henker ist denn das alles, bitte? Muss mal klubschen. Aha. Gleich mehrstöckig. Okay. Aha, gleich sowas. Aha. Zum Raufgehen. Das könnte man theoretisch mal hier machen. Dass wir hier gleich dann quasi den zweiten Stock haben. Oder halt später mal. So irgendwie. Boah, da kannst du bauen. Also da. Pff. Da brauchen wir, glaube ich, 30 Jahre, bis wir da fertig sind. Türen. Geht sich hier eine Tür aus? Eher nicht, ne? Doch, tatsächlich. Selbstverfreilich. Ist die eigentlich richtig? Ist die wurscht, wie die steht? So. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Die Tür gefällt mir. Das passt. Dann kann hier schon mal kein Kratzer mehr rein. Das ist schön. Gut. Ich wollte Bettchen und so haben, ne? Einen Wohnbereich. Das hier ist auf jeden Fall ein Eingangsbereich, das ganze Ding da herunten. Naja, wobei man doch eigentlich Wohnungen draus basteln könnte, theoretisch, ne? Wir könnten... Warte mal, dein Gemüse pflanze ich mal woanders hin. Da mal so. Da ist es nicht so im Weg, hoffe ich. Wow, was war denn das jetzt? Ich wollte eigentlich die hier haben. So. Einfach ein Stückchen näher am Wasser. So. Wir brauchen Platz. Es tut mir leid. So, ich brauche... Nein, keine Düren. Ich brauche das hier wieder.
Und zwar wieder eine Ecke. Die da. Oder wir können noch ein Stück weiter. Das kann auch sein. Wartet mal ganz kurz. Probieren wir es noch ein bisschen rauszuzögern. Ja. Geht sich hier noch eine aus? Ah, hier ist schon Schluss. Okay. Macht nichts. Du kommst mal hier hin. Und jetzt brauchen wir bitte das Eckige. Das Eckige muss ins Runde. Richtig. So, würdest du? Danke. Du kommst dann jetzt hierher. So, da bauen wir jetzt eine schöne Wand. Okay, ob das schön wird, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass es schön wird. Können wir da nicht noch? Gibt es nicht schönere Fenster? Achso, das ist ohne Boden, ne? Wenn, dann machen wir doch gleich mit Boden mit. Also so. So. Zack. Rack. Und dann hier vielleicht nur eine einzelne Tür. So. Genau. Dann hier wieder mit Fenster. Oder wir bauen es gleich hier ums Eck. So. Dann könnten wir hier den Aufseherraum machen. Boah, das wäre echt cool. Ich glaube, das ist gar nicht mal so doof. Wartet kurz. Würdest du dich abstellen? Danke. So, das wäre vielleicht gar nicht so doof. Warte mal, den Aufseher-Dingens. Wo war jetzt schnell nochmal das hier, ne? Aha. Ohne Boden? Echt? Ich hätte es aber schon gern mit Boden gehabt, ehrlich gesagt. Wartet mal ganz kurz. Der Boden, hier haben wir ihn. Ich klebe es da jetzt einfach mal, einfach so spaßeshalber was an. So. Und jetzt probieren wir das mit dem Aufseher-Geschichtel. Das wäre jetzt echt schade, wenn das nicht klappen würde. Halt. Hier vielleicht? Tatsächlich, ja? Das muss eigenständig stehen. Aha. Okay. Ja, ja, ist schon gut. Hör auf, dich aufzuregen. Ja, muss ich gerade so probieren? Ich probiere jetzt mal rum. Ich probiere da jetzt einfach mal ein bisschen rum. So. Ich hätte nämlich das schon gern, ehrlich gesagt, so irgendwie. Oder zumindest da. Hätte ich schon gern gehabt. Aber da muss ich wahrscheinlich das ganze Zeug hier nehmen. So, mal weg damit. Und das dann einfach so herbauen. So. Macht sie jetzt was? Ah, jetzt ja, da wird er was machen. Ach so. Und das soll passen? Das soll so passen, scheinbar. Aha, ich verstehe schon. Dann könnte ich theoretisch, warte, geh mal weg da, so. Hier eventuell ein normales Fenster noch herbauen. So, warte. Hier werden wir nur eine Wand machen. So, genau. Und da kommt das mit dem Aufseher hin. Wo ist es denn? Aufseher-Dingens? Da. So, eventuell. Schaut das noch was aus? Ich hätte eins weiter, eins weniger nehmen müssen. Eines weniger. Eines weniger. Warte kurz. So. Dann wird sich das in einem wunderschönen Dreiergeschichtel gut ausgehen. Die... Na, was war denn das jetzt bitte? So muss das ausschauen. Klipsel. Ja, fein. Ich glaube, so wird es besser. Wartet mal, ich habe da was Bestimmtes vor. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Entschuldigung, für einige vielleicht doch erfreulich. Aber für einige von euch leider nicht sonderlich spannend. Es tut mir leid deswegen. Aber das sind so Dinge, man möge es nicht glauben, die gehören zum Spiel dazu. Ich schwöre euch, die gehören dazu. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, aber das ist wirklich so.
Ja, ich schwöre. So, ich schwöre. So, kann man das klipseln? So nicht unbedingt, ne? Aber so vielleicht. Okay. Jawohl. Das hätte ich eigentlich stehen lassen können, ich Idiot. Naja, na, passt eigentlich. Ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, was ich gemacht habe. Passt eigentlich schon. Ein bisschen. Du musst bitte hier ran. Na, daran. Ach du Heilige. Dann mach hier wenigstens mal. Ach, hier wäre eine Ecke gut gewesen. Warte mal, warte. Ja, ja, die Zocki, die kann es wieder, ne? Ich bring das wieder voll zusammen. Voll supi. So, nochmal. So, bitte hier anklipseln. Hier bitte. Na, nicht da. Aha, wahrscheinlich bist du im Weg. Du Kiste. Vielleicht mag er jetzt. Komm her. Na, so wollte ich das gerade nicht. So. Ja, ich glaube, das schaut gut aus. Perfekt. Dann borge ich mir noch schnell das hier aus. So. Und hier kommt das Fenster her. Genau. So, mach Klipsel. Supi. Und hier kommt wieder die schöne Ecke. So in etwa habe ich es mir gedacht. So. Richtig. Genau. Jetzt kann hier keiner durch. Somit kann sie weiterhin diese Kabine hier nutzen, oder wie man dazu sagen soll. Wir haben hier viel Platz für den Garten. Den will ich jetzt auch ein bisschen schöner machen. Und zwar hier so, wenn es geht. Wenn es geht. Geht irgendwie nicht gerade. Wieso geht denn das nicht? Wahrscheinlich weiß ich gerade. Hier kann man. Kann ich den überhaupt umsetzen? Nö. Gut, dann lasse ich ihn eben halt dort. Bitte. Ist auch wurscht. So, zur Dekoration. Irgendwie würde das gehen. Nanu? Naja. Hier unten vielleicht? Ja. Da wird's glatt funktionieren. So. Ah, die können wir verwerten. Gerne. Jo, her damit. Nehme ich gerne. Darf ich die jetzt umstellen, Gnädigste? Nö. Nee, das will ich nicht. Hab's gerade mitbekommen. So eine hübsche Tür. Das ist auch eine Tür? Was? Ein Fenster, eben. So. Ja, bitte, das schaut sich langsam nach was aus. Muha. Stimmt, jetzt kommt's mir erst. Aha, jetzt fange ich Schnallen an. Hier können wir noch Scheiben einbauen, ne? Ja. Hier können wir Scheiben einbauen. Ich bin ja so schlau, dass die Hälfte reicht. Mit einem Gitter drauf. Zum Schutz. Ja, voll hinten. Aber die ist innen. Nein, ich wollte sie eigentlich außen. Habe ich die Scheibe verkehrt eingebaut? Nö, die gehört innen. Wirklich? Okay. Ich habe gedacht gehabt, die ist außen. Nein, nicht bitte. Oh, jetzt könnte es natürlich sein. Na, das ist ein Blödsinn. Na, das passt schon so. Warte, noch geht's weiter. Eine runde Scheibe müsste es auch geben für hier. Jawohl. Jetzt fang's werden an. Jetzt kann da keiner mehr rein. Das ist schön. Das haut gerade super hin. Dann können wir hier noch so ein kleines Lager für die Kisten machen, von mir aus. So ein bisschen schöner machen, alles zusammen. So. Oder so, ist eh wurscht wie. So vielleicht. Und was ist mit dir? Dich kann man verwerten, das ist toll. Du bist ein Werkzeugschichtel. Wird sie nicht unbedingt brauchen, aber ich stelle es mal kurz hier hin. Noch eine Kiste. Die ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Wenn man die vielleicht hier auch einmal hier hinstellt. So. Können wir dich entsorgen? Nein. Noch nicht. Ja, Werkstatt wäre gut. Ein Eiskühler. Den werde ich vielleicht momentan auch mal hier lassen. So als Erfrischung. Keine Ahnung. Einfach den Kopf reinstecken und gut ist, oder wie? Oje, der Part ist auch schon zu Ende. Entschuldigung vielmals. Es, ich weiß, es ist... dauert halt alles jetzt ein bisschen, ne? Geht sie? Yeah, es geht. Es klappt. Boah, ist das cool. Na, ganz ehrlich, fängt mir an zu gefallen. Wirklich wahr. Und hier, ehrlich gesagt, das Aufseherbüro, oder? Dann den ganzen Schreibtischdingens. Man kann das dann eh hierher schieben. Einfach das so, den Schreibtisch. Dann kann sie sitzen und rausglubschen. Und dir beim Arbeiten zuschauen. Boah, das ist echt eine geile Geschichte. Ha! Gefällt mir echt gut. Ihr kleines Büro, das sie hier hat, werden wir dann auch ein bisschen aufpeppen. Na, das ist, es wird echt fein. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert, meine Lieben. Das wird was. Das wird schön. Ich bin mir sicher, das wird schön. Vielleicht nicht heute, aber vielleicht morgen. Oder übermorgen. Aber ganz sicher irgendwann. Ganz sicher. Ich stelle es nochmal kurz hier ab. Können wir hier so quasi um die Ecke das verbauen, dann ist auch fein. Glaube ich. Ich würde es gleich um die Ecke verbauen. Geht das? Klipselt? Würdet ihr da anklipseln? Ja. So in etwa habe ich mir das gedacht, ja. Muha. Muhahaha. Ach, ich lasse das mal. Der Part ist eh schon zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Es wird. Wir werden hier eine wunderschöne Wall zusammenbauen. Das ganze Außen hier werden wir verkleiden, dass man das nicht sieht. Mit so tollen Wänden, wie wir sie hier haben. Da wird Licht kommen, da werden wir Strom haben. Boah, das wird alles toll, ich weiß es. Ich weiß es, es wird toll. Ich spüre es regelrecht im linken Hüftknochen, wie toll das wird. Auf jeden Fall, wir haben ja viel Platz noch. Wir haben noch viel Platz und wir brauchen dann auch noch Schutz. Ja, das kriegen wir alles hin. Das wird alles fein. Werd schon sehen. Das wird alles fein. Na gut, ihr Lieben. Das können wir verwerten. Echt? Dann werden wir den bald verwerten. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!